Hallo und seid ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Final Fantasy X. Was gibt's hier zu besprechen? Yuna, it is good to see you and your companions are well. Yourselves as well, Captain. We were worried. Praise be to Yevon. We escaped with our lives, but our troops were decimated. Of all our chocobos, only this one made it. We make pretty poor chocobo-mounted forces without chocobos. We turned our backs on the teachings and cast away our faith. This is our just reward. Naja, man kann's auch übertreiben. Is that the Jose Temple? Achso, dachte jetzt passiert was. Ah, jetzt passiert was. Holy shit. Awesome. The Lightning Mushroom Rock. It only opens when a summoner is addressing the faith. That means another summoner's already in there. Another summoner? What if it's Donna? We have to hurry. Right! In we go! Gut. Hier rechts geht's ein Stück lang. Das Gute ist, hier ist ein geschützter Bereich. Also können wir hier ein bisschen rumlaufen und rumgucken vor allem. Okay. Die Verwundeten der Bürgerwehr irren am Eingang des Abyssen herum. Keine Besuche. Lasst sie bitte schlafen. Ich will nur die Truhe looten. Ich gucke mir jetzt erstmal unsere Ausrüstung an. Z-Abwehr, HP hoch, Tobsuchtschutz. Upsala. Erzefalle durch, okay. Willkommen im Gasthaus zum Jose-Tempel. Die Betten sind leider alle ausgebucht. Wir hätten lediglich noch Platz auf dem Boden. Verkauf. Jetzt verkaufen wir nämlich wieder den ganzen Mist, den wir hier haben. Es ist alles ziemlicher Müll, was hier verkauft wird. Ich kaufe jetzt aber mal Items, nämlich Goldnadeln. Zwanzig davon. So viel, dass ich von allem genug habe. Gut, dann Ausrüstung. Nein. Ups. Items, genau. Ausrüstung. Die verwelkten Blumen stehen immer noch als wichtiges Item hier drin, ne? I've been thinking about the future. Was gibt's hier? 4000 Gil, jawohl. I would pray for those fallen in battle. But how? How can I enter the temple after what we have done? The monks said we could stay here for a while. Einmal nicht asoziale Mönche. Luzu, he's... Where is he?
I found him. He was torn in half. That idiot. What do I do now? I can't do this. I'm going back to Bessade. Das kommt halt davon. Aber ich meine, es ist halt deren Aufgabe, ne? Also nicht sich zerteilen zu lassen, sondern für die Bürger zu kämpfen. Orin. So you're a champion of Yevon now, Braska? I beg your pardon, but may I ask your name? I am Summoner Yuna. From the Isle of Bessade. As I thought. The daughter of Lord Braska. You have the look of your father. My father? You knew him? No. I have never met the man. Ah, my apologies. I am Isaru. I am a summoner. Like you. I'm Pasi. Pleased to meet you. And I'm Maroda. I'm guarding my big brother here. Since I was a child, I've always looked up to Lord Braska. I wished I would someday become a high summoner like he was. You must have some of your father's talent in you. I believe you might someday defeat Sin. I'm not really. I've only just become a summoner. Of course, I've no intention of losing either. So perhaps we should race to see who can defeat Sin first, no? Oh, very well then. I accept your challenge. Isaru! Yuna, I beg your leave. Good luck to both of us. Yes. Dann looten wir mal wieder den Tempel. Mein Chocobo. Die Kommandantin wurde verwundet, bloß weil ich unvorsichtig war. Ich war zu unerfahren. Allheilmittel. Puh, wir haben nicht genügend Leichentücher. Atmet nicht mehr. Den Kampf mit Sin überlebt zu haben, ist wahrlich ein Segen Yevons. Auch wenn sie gegen die Leitsätze verstoßen haben, können wir sie nicht im Stich lassen. Ich helfe mit. Du bist einfach, rennst einfach nur doof durch die Gegend. Hier ist ja auch eine Truhe. Äther. Und was gibt's hier? Nix. Doch, da ist eine Truhe. Chef, ich habe sie wirklich gemacht. Chef, bitte öffnen Sie die Augen. Der Vater der Bürgerwehr, Sir Meehan, hat den Yevon-Tempel Josie gesegnet. Wenn er wüsste, was heute hier vor sich geht, Sir Meehan würde sich im Grab umdrehen. Wir haben alle heilenden Potions aufgebracht, aber es werden immer noch Verwundete hergetragen. Ja, und die Phönixfedern klaue ich euch auch noch. Hey, you. Me? You are Yuna's guardian, no? Maroda's heard a curious rumor. I thought you should know. I heard it from those crusaders. Seems that summoners have been going out on pilgrimage and just disappearing. It could just be the fiends got them, but not so many so quickly. Sorry I don't know more, but watch your back. Ain't much future for a guardian without a summoner, eh? What y'all talking about? We're talking about doing your job as a guardian. Hey, I'm doing good. Right, big brother? Please be careful. Will do. Passe! Oh, what? We're leaving!
Be right there. See ya. Ja, hoffentlich. Hoffentlich verschwindet ihr nicht auch noch. The cloister of trials lies within. Are you prepared? Yes. All right. Guardians, at attention. We are ready. All right. Let's do it. Und die nächsten Hallen der Prüfung. Yay. Versuchen natürlich mal wieder, den Frakturer selbstständig zu finden. Aber ich will ihn unbedingt haben. Deswegen würde ich ihn mir zur Not auch aus dem Internet suchen. Ich habe immer eben TikTok im Mund geschoben. Der Tempel. Ich erinnere mich. Okay, setzt den Sockel zurück, genau. Sphäroid nehmen. Und noch einen nehmen. Ich glaube, der Sphäroid muss jetzt hier in den Sockel eingesetzt werden. Nach rechts geschoben. Ja. Und nun? Nichts tun. Hä? Hä? Da kann ich nichts mehr nehmen. Okay. Ich bin gerade etwas überfordert. Kann ich ihn einsetzen und der gibt darauf wieder Strom? Nee. Hä? Weil runter komme ich ja jetzt auch nicht. In den da oben komme ich nicht ran. In der Tür leuchtet ein Symbol, ja. Hä? Warte mal. Ah, ja, genau. Genau. Und dann nehme ich den hier. Nichts tun. Trag ihn nach vorne und gib Strom auf die Leitung. Ja, genau. Und es passiert nichts. Warum passiert nichts?
Hä? Warum passiert nichts? Okay, ich bin gerade echt maximal überfordert. Ich muss mal eben ins Internet gehen. Jose. Tempel. Hä? Tempelprüfung von Jose. Sie öffnet sich. Ein weiterer aus der Halterung nordwestlich vom Altar. Östlicher Gang. Östlich vom Altar, in der Mitte ist raus und dich. Von der Mitte direkt runter. Nimm den. Nimm den aufgeladenen Spheroiden heraus. Setz ihn rechts neben der Steinwand. Ah. Ne, das da vorne müsste dieser aufgeladene Spheroid sein. Weil die hier. Ups, die hier hinten sind so hell und der da vorne ist so dunkelgrün. Nein. Oh. Ja. Darauf wäre ich gerade echt nicht alleine gekommen. Genau, jetzt brauche ich noch einen Spheroiden von Jose. Wobei ich glaube sogar, ich brauche beide. Ich stecke jetzt beide in den Altar rein. Und der Altar muss dort reingeschubst werden. Das weiß ich nicht. Setz den Altar mal zurück in der Mitte. So. Jetzt hole ich mir den anderen Spheroiden von Jose. Steck den hier rein. So. Und jetzt schiebe ich den Altar in den Abgrund. Darüber kann ich jetzt springen. Zack. Und dann springe ich wieder zurück. Setze den Altar zurück. Nehme mir einen Stein. Der kommt dann hier hin. Nehme ich den anderen, schmeiß den vorne in die eine Wand und der letzte kommt dann in die andere Wand. Und Spheroid Fraktur habe ich auf dem Weg hierher nicht gesehen. Okay, der kommt erst später. Gut. Ich habe jetzt nicht weiter durchgelesen, was ich tun muss. Ich habe nur geguckt, wo Spheroid Fraktura fettgedruckt steht. Auf der Internetseite. Weil wie gesagt, die muss man im normalen Durchlauf alle finden. Ansonsten hat man später ein Problem bei der einen Bestie, die ich haben will.
Soll ich das jetzt durchziehen oder soll ich jetzt schneiden? Ich glaube, ich schneide tatsächlich an der Stelle. Ja, ich schneide. Ich bedanke mich bei euch für eure Aufmerksamkeit, hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao. Hoppla. Hallo und seid ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Final Fantasy X. Ich habe gerade aus Versehen schon den ersten Altar hier reingeschubst. Die müssen jetzt der Reihe nach in die Wände geschubst werden. So, wie war das jetzt? Damit ein Blitzerzeichen. Bevor ich diese betrete. Okay, die kann ich optional betreten. Noch nicht zwangsläufig, das ist gut. Genau, da geht's in die Kammer der Astra. Aber da will ich noch nicht hin. Genau, wir fahren jetzt nämlich nochmal runter. Berühre rechts die leuchtende... Ah, diese Leuchtenwand. Und dahinter befindet sich der Spheroid Fraktura. Und mit diesem im Besitz fahren wir wieder nach oben. Wir setzen ihn hier ein. Und zerstören die Wand. Und damit können wir die Truhe öffnen. Kriegen einen Magiesphäroiden und können jetzt in die Kammer der Astra. Stop pacing around. Be calm and wait. You should try to settle down. Yuna will be blamed if anything happens. We wait here. Well, well, you again. Still traveling with quite the crowd, I see. What is it, Bartello? You know this riffraff? You are... Arin, no? What of it? Can I shake your hand? Arin. No, Sir Arin. You're the reason I became a guardian. Thank you, sir. This means so much to me. Calling the personal guardian the Lord Braska Riffraff? And you call yourself a summoner? Yeesh. Bartello, enough. Get back here. Hang in there, buddy. Eh? I swear, I'll never wash this hand again. Please, touch me with that hand and I'll remove it. Do they cool? You should try to settle down. Okay. Pick spot. Shut up. Wait. Stop pacing around. Ja, so muss ich das Event triggern. You owe much to your father. All these guardians. And Sir Arin, too? And I hear Maester Seymour is quite taken with you. The world must look different when you're the daughter of Lord Braska. This has nothing to do with my father. I am traveling on my own, as a full-fledged summoner. Oh, is that so? Then try standing on your own two legs for once. Your guardians won't be able to protect you when the time comes.
Ixion. Recht so? Ja. Na gut, das ist so wenig, das kann man wirklich hinten ranschneiden. Ja, dann speichere ich jetzt schnell. Und ja, bedanke mich mal wieder bei euch für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann und ciao, ciao.